So. Ich kann nicht laufen. Wir fahren, glaube ich, immer schneller. Klingelingelingelingeling. Was passiert jetzt? Hey, wir sind im Himmel angelangt. Voller Lecks. Wir können nicht raussehen, weil sonst alles leckt. Wir bewegen uns von alleine. Und alles leckt. Wir können uns nicht bewegen. Wir können nur die Kamera ändern. Das ist doch eine Erinnerung. Das kann ich ja nicht hin. Störst du überhaupt richtig? Ich erinnere nur meine Sicht, das andere kann ich nicht machen. Wir bewegen uns aber. Wieder zurück? Was? Hä? Vielleicht ist er auch wieder nur ein Bug. Meinst du? Ist jetzt zumindest möglich. Also ich hätte jetzt gesagt... Hey Chef, wir haben das Spiel fertig programmiert. Was? Das Spiel geht aber nur 6 Stunden lang. Das kann man doch so nicht verkaufen. Ja gut, dann machen wir einfach eine Sequenz, wo man ganz langsam bis zum Ziel hingeht und dann wieder zurück. Dann ziehen wir einfach nochmal 1 Stunde drauf. Ja gut, ich glaube, das ist doch wirklich die Wahrheit. Ja. Ich weiß aber echt nicht, was jetzt noch wieder abgeht. Mein Lieblings-Soundtrack. Von der Melodie kriege ich mal Gänsehaut. Diese Krake-Linie dort. Ist sie auch dabei? Mhm. Ja, auch. Da war ein kleiner Schreckmoment dabei, ja. Also was hier jetzt gerade abgeht, schockiert mich eher. Wow. Zum Beispiel diese riesige Tsunami. Und dass die Schaukel mit den Kindern drauf explodiert ist gerade. Da waren keine Kinder. Es hat geschaukelt und da war Kinderlachen. Das war eindeutig, was das darstellt. Hast du Kinder gesehen? Das ist gerade... Der Gedanke hierzu ist ziemlich verstörend, was hier passiert ist. Oh, die schöne Melodie hat aufgehört. Ehrlich mal, die kann man doch in eine Endlosschleife setzen. Ich hab schon gedacht, das wäre das Ende. Nee, anscheinend nicht ganz. Alter. Wie krass das aussieht. In dieser quasi eingefrorenen Welle. Meinst du, wenn wir das jetzt... das Rätsel lösen, dass uns die Welle umbringt? What the fuck ist das denn hier jetzt wieder Mischung alles? Aus allen Sachen, die wir schon gemacht haben. Ja, Tatsache. Jetzt werden wir nochmal mega gefordert. Es geht um diesen Baum anscheinend. Den haben wir ja schon öfter gesehen von anderen Positionen aus. Ach du Scheiße.
Okay, wir sehen uns dann nächstes Jahr, wenn wir herausgefunden haben, wie der Scheiß hier funktioniert. Voll geil. Voll geil, ohne Spaß. Vielleicht irgendwo anders? Guck mal, hier. Was liegt die gerade? Da vorne. Hier ist der Weg. Es leckt. Es leckt aber extrem gerade. Da oben drauf ist nochmal Nacht. Das kann man sich doch nicht antun. Ich glaube, Regen ist erstmal ein wichtiger Part, den wir brauchen. Nee. Hast du gesehen? Durch Nacht ist hier nochmal eine Sperre erschienen. Warte. Stellen wir uns mal kurz hin. Dann können wir das erstmal mal kurz ansehen. Mal ansehen, worum es hier überhaupt geht. So kurz hin, sorry. Da habe ich mich eben so klein, das ist nicht wirklich anders. Okay. Wir können gleichzeitig die Nacht mit Regen machen. Da musst du ein bisschen teilen. Moment. Ich glaube, dazu brauche ich auch gar keinen Regen. Dazu brauche ich auch gar keinen Regen. Das hier. Auch nicht. Ach, verdammt! Deshalb hat mir die Zeit rein. Moment, ist hier das eigentlich? Ist es hier eigentlich effektiv Zeitänderung, wenn ich das hier so drauflege? So, Italiener. Jetzt? Ja, okay. Trick 17. Trick 17. Und jawohl, hat gefärbt. Spiegel Nummer 1. Ding. Und das nächste auch versuchen. Hier ist ja auch nochmal Regen. Wahrscheinlich wenn wir nur Regen haben. Okay, das fällt beim anderen auch. Fragst du, worum kümmern wir uns jetzt? Wie sieht es denn hier hinten aus? Sehen wir uns mal an, was wir hier für ein Rätsel haben. Regen, eindeutig. Da ist der Spiegel, das ist unser Ziel. Wir brauchen hier Regen. Und ein Portal. Und Portale. Wenn der Regen an ist, sind die Stufen dann zu hoch oder richtig? Ich glaube, die passen. Gut. Dann legen wir das ja einfach auf den Regen. Ja, Quatsch, dann legen wir das ja einfach auf die Nacht und der Regen taucht dann ja so schon auf. Oh, hier sind noch. Ah. Das sind also die Wege, die durch die Zeit aufgetaucht sind. Diese Lags behindern mich beim Laufen. Ja. Hä? Hä? Oh, ist sich im Boden geglitscht. So sah es zumindest hier aus. Eieiei. Hä? Hä? Wenn er weht, huscht du. Ich hatte ihn doch schon da oben gehabt. Oder nicht? Ja, schon.
dachten wir, vielleicht noch irgendwo so eine Kugel aufgetaucht ist. Hm? Aber jetzt, wie kommen wir dort in das Portal? Wohnportal. Verbinde Regel. Aber jetzt ausgeht. Ah, da kannst du. Da bräuchte ich dann jetzt die Zeit. Ah, das ist also das war, das ist ein anderes. Also, ich würde sagen, ich gehe dann einfach mal das dort. Ja, so. Und wo ist der Aufwand? Das ist das Portal, durch das wir kommen wollen, weil hier ist der Spiegel, den wir wollen. Ach, schade. Du nach hinten rein. Auf den hinten. Hier vorne? Genau. Oder vom anderen hin. Und so, wir mal bei dem anlachen. Jetzt sind wir wieder hier. Aber den Schatten hat alle nicht zu tun, ne? Nee. Also erstmal den Regen machen wir erstmal Zeit. Ah ja, ist klar. Taucht so eine Säule auf. Ah, das macht mich fertig. Ah, oh, gerade ist echt die Abfuck. Ich will das Spiel mal wissen. Mal sehen, was passiert, wenn wir hier lang gehen. Okay, hier hätten wir jetzt auch einen Weg, aber jetzt fehlt dann wieder der Regen. Dann eben rechts durchs Portal. Wo kommen wir denn hier raus? Haha. Oho. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das jetzt von hier aus zum Regen? Erstmal durch. Ja, gut. Können wir wieder zurück, wenn es nicht geht. So. Ist hier drunter das verschwindet nee, jetzt? Der war dahinten. Nein. Ist da drüben, das ist das Problem. Warte, geh mal von hier an die Kante. Ne, da unten ist auch nichts. Nein, da hinten sind die einzigen beiden. Ich bin etwas überfordert. Nicht nur du. Gehen wir nochmal hier runter. So. Haben wir auch